Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit dir mein Tanktop nähen und es wird warm draußen. Da braucht man jetzt einfach lässige Outfits fürs Zuhause rumlungern oder auch zum Sport. Und mein persönlicher Favorit ist dabei ja auch Yoga. Und wenn du mein Newsletter abonniert hast, dann hast du auch einen kostenlosen Yoga-Flow von mir oder besser gesagt von einer Freundin von mir schon direkt in dein Postfach erhalten. Und ich empfehle dir wirklich, das auszuprobieren. Das hilft auch super gegen Verspannungen, die man vom Nähen bekommen hat. Ansonsten erstmal viel Spaß beim Video. Also das Tanktop ist ein Schnittmuster in den Größen 34 bis 44 und perfekt für oben drüber und auch gut zum unten drunter tragen. Der Blickfang ist eigentlich die schöne Raffung am Rücken hinten und es ist auch für dehnbare Stoffe ausgelegt, also Jersey oder Modal sind da perfekt und du kannst auch ganz super deine Stoffreste da verwerten. Und wir beginnen auch gleich mit der Raffung. Das Ganze ist am Rückenteil und das Rückenteil wird ja im Bruch zugeschnitten. Und du musst jetzt die Markierungen übernehmen. Ich habe das hier mal mit dem Kreidestift markiert und dann im Bereich dieser Markierung raffen. Ich mache das, wie ich dir schon im anderen Video erklärt habe, immer am liebsten mit diesem Hilfsfaden, der da dran ist. Ich finde einfach, dass das am einfachsten ist und man kann das auch am besten nachjustieren. Denn dieser Bereich, der muss so viel gerafft werden, dass dann das obere Stück eben von der Länge perfekt daran passt. Und genau, das kannst du dir jetzt nämlich nehmen. Und wie gesagt, bei der Fadenmethode kann man eben super überprüfen, ob man das jetzt genau richtig viel gerafft hat und man kann eben wunderbar nachjustieren. Das soll jetzt beides nach dem Raffen die gleiche Breite haben. Genau, und dann legst du beide Teile rechts aufeinander und nähst sie da oben zusammen. Der Jersey oder der Modal, der dreht sich ja immer gerne ein, deswegen mache nicht mal ich das freihand, sondern hier auch stecke ich immer und da auch lieber eine Nadel mehr nehmen, entweder nochmal die Raffung überprüfen und alles schön fixieren miteinander und dann eben oben einmal zusammennähen. Wenn du beide Teile zusammengenäht hast, dann sieht das Ganze so aus. Und man sieht schon, dass das wunderbar fällt und auch schön weich ist. Und mit einem leichten Jersey oder Modal trägt das auch nicht auf. So, jetzt kann der Hilfsfaden einfach rausgezogen werden. Da empfiehlt sich das auch manchmal wirklich eine Kontrastfarbe zu nehmen, damit man den hinterher gut sieht. Ja, und dann geht es an das Zusammensetzen vom Vorderteil und Rückenteil. Also, hier die Träger nenne ich das jetzt mal, schön glatt legen, auch die rollen sich bei Jersey immer gerne ein. Und dann nimmst du dir das Vorderteil und legst beide rechts aufeinander und nähst sie an den Schultern zusammen. Und nicht wundern, die Schulternaht ist ein bisschen nach vorne versetzt und deshalb sieht das beim Zuschnitt ein bisschen komisch aus, aber vertrau mir, das stimmt und sieht am Ende auch wirklich gut aus. Genau, also alles zusammenheften und zusammennähen. Die Armausschnitte versäubere ich mit der Streifenversäuberung und dafür musst du dir einen Jersey-Streifen zuschneiden. Und ich habe den jetzt ca. 5 cm breit gemacht und der soll dann in der Länge vom kompletten Armausschnitt sein. Und du brauchst natürlich zwei davon, einmal für rechts und einmal für links.
Mit der Streifenversäuberung ist der Armausschnitt eben richtig schön ordentlich und sauber versäubert. Schönes Wortspiel. Und das sieht eben richtig toll aus. Du kannst natürlich im Prinzip jeden Ausschnitt so versäubern. Also ich habe jetzt hier eben die Armausschnitte gemacht, aber du kannst das genauso auch am Halsausschnitt zum Beispiel machen. Und wenn du das am Halsausschnitt machen möchtest, dann nähst du erstmal nur eine Schulter zu und lässt die zweite offen. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, einfach die Nahtzugabe nach innen umzuklappen und das so schön zu machen. Wie gesagt, wenn du auch das mit dem Streifen machen möchtest, dann lässt du eine Seite offen, versäuberst dann den Halsausschnitt und schließt dann erst die zweite Schulternaht und fängst dann mit den Ärmeln an. Genau. Aber so, wir machen jetzt den zweiten Armausschnitt zusammen und dafür nimmst du dir einen der eben zugeschnittenen Streifen und nähst ihn ganz, ganz leicht gedehnt an den Armausschnitt an. Wirklich nicht zu sehr dehnen, denn sonst machst du das Armloch nachher kleiner. Nur so ein ganz, ganz bisschen Zug drauf. Es hängt ein bisschen immer von der Dehnbarkeit des Materials ab, aber ja, bitte nicht zu viel ziehen. Genau, und nun nimmst du dir den angenähten Streifen, ich habe das hier mal ein bisschen reingezoomt, und legst ihn über die Nahtzugabe rüber. Das heißt also alles schön gerade hinlegen, Nahtfäden abschneiden und dann eben einmal über die Nahtzugabe rüberlegen. Die steht also weiter noch weg vom Schnittteil und genau, du legst einmal den Streifen rum und fixierst ihn dann mit Stecknadeln. Das legt sich eigentlich dadurch, dass du es ein ganz bisschen gedehnt angenäht hast, dann auch super rum und formt eben die Rundung des Armausschnitts auch super. Genau, hier ist wirklich das Fixieren wichtig und ich nehme da immer lieber eine Stecknadel mehr, denn da soll nachher nichts verrutschen und es soll ja auch schön aussehen. So, die Nahtzugabe ist jetzt schon einmal schön verblendet und jetzt fixieren wir den Streifen auf der Rückseite. Jetzt kommt wieder mein Lieblingsfuß zum Einsatz. Ich glaube, den zeige ich fast in jedem Video. Das ist der Blindstichfuß und wie gesagt, gibt es auch einen Schmalkantenfuß. Ich verlinke auch hier nochmal das Video zu meinen Nähfüßen und mit dem kann ich jetzt nämlich ganz super an dieser Kante da lang nähen und mit einem Dreifachgradstich den hinten dieses überstehende Stück Jersey fixieren. Genau, das näht dann, die Nadel näht richtig schön da rum und es ist dann am Ende eben kaum sichtbar. Ne? So wie da. Man sieht es ein ganz klein wenig, weil der Dreifachgradstich ein bisschen dicker ist und ein bisschen stärker ist. Wird eben dreimal genäht, aber es fällt kaum auf. Genau, dann einmal da lang nähen. Wenn man geschickt ist, schafft man das auch ohne Kante. Aber ja, mir ist das immer sicherer. Genau, aufpassen, dass beim Nähen unten der Jerseystreifen wirklich gerade liegt. Das ist auch noch wichtig. Wenn der Streifen dann befestigt ist, dann steht ja hinten da noch der Rest über. Ja, der rollt sich dann noch wirklich immer noch mal ein. Und nun ist es so, dass du diesen Überstand, also mache ich es immer, eben einfach abschneiden kannst. Wichtig ist hierbei natürlich nicht in die Naht zu schneiden und natürlich auch nicht ins Vorder- oder Rückenteil. Ne? Also da wirklich alles schön weghalten. Das ist mir auch schon passiert, leider. Aber ja. Und dann sieht man eben jetzt hier schon, wie schön das Ganze aussieht, wenn es dann fertig ist. Ich habe hier in der Zwischenzeit auch schon den Halsausschnitt gemacht, also einfach die Nahtzugabe nach innen gelegt und umgenäht. Und da sieht man eigentlich ja den Unterschied. Ne? Also das andere ist wirklich schöner. So, jetzt legst du alles rechts aufeinander und nähst die beiden Seitennähte zu. Genau,
Das mache ich ja auch mit der Overlock. Oben wieder aufpassen, dass gerade oben da der unter den Armen alles schön übereinander liegt. Und dann kannst du den Restfaden von der Overlock wieder in die Naht reinziehen und dann ist alles schön sauber und ordentlich. Den unteren Abschluss habe ich wieder ganz einfach versäubert, also wie am Hals. Ich habe die Kante mit der Overlock schön versäubert und dann einfach nach innen umgeklappt und festgenäht. Und da ist das Tanktop dann auch schon fertig. Und dadurch, dass es eben aus diesen drei Teilen zusammengesetzt ist, eignet es sich auch perfekt für liebgewonnene Stoffreste, ne? Genau, ich lege dir auch nochmal meinen Newsletter ans Herz, denn wie gesagt, die Steffi von Blair Body, Mind and Family, die hat einen speziellen Yoga-Flow für uns Nähnerds mal gemacht und das ist echt perfekt, weil er eben super gegen die Verspannungen beim Nähen hilft und momentan brauchen wir das eh einfach mal abschalten und ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Genau, da ist er auch. Ihr guckt auch gerne mal auf der Seite vorbei von ihr. Sie bietet auch Kurse darum an. Ja, also da habe ich mich echt gefreut, dass das zustande gekommen ist. Genau, ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass dir das Video gefallen hat und dass du meinen Kanal abonnierst, denn hier kommen regelmäßig Videos zu meinen Schnittmustern und auch sonst rund ums Nähen. Genau, und ja, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!